Hä? Und das sind zwei Ticks, wie soll man die denn wegrollen? Ich verstehe das nicht. Oder stehen wir immer auf der falschen Seite? Kann das sein? Dass diese ganze Kotze von ihm nur in eine Richtung wird und kein kreisförmiger AOE ist. Ich habe zwar den Flammenquarzring jetzt nicht angezogen, aber drauf geschissen, das ist sowieso alles ein bisschen kacke. Das Ding hier hat 22 Feuerresi. Okay, da ist der Helm aber 10-mal besser gewesen, glaube ich. Das ist alles Mist. Na toll. Vengals Handschuhe. Warte, war Vengals Set jetzt unser Bestes oder die Dranglaker-Maschen? Dranglaker war's, ne? Ja. Genau. So, ihr kommt weg. Ja, super. Das war ja schon mal ein sehr ernüchterndes Erlebnis. Wow. Vor allem, weil wir so ein schöner One-Hit waren. Mal wieder. Komm schon. Ach, Mann. Ja, tob dich aus, du Arschgesicht. Oh, oh, okay. Haben wir dich? Jo, wir haben dich. Und da kommt wieder so Spacko-Fatze geflogen. Ah, nein, doch nicht. Okay. So, einmal hier hinter der Mauer verstecken. Ein bisschen heilen. Ah, wie soll man denn diesen Drachen besiegen? Ich habe keine Ahnung. So, komm. Na, du Sau. Geh weg mit deinem Dauerangreifen, ey. Jetzt, komm. Alter fucking Schwede, ey. Gott, dieser Ritter ist, ist so eine behinderte Missgestalt. Ich verstehe nicht, wie man so einen Mob einbauen kann, der einen die ganze Zeit mit diesem riesen Hammer sowas von zu breit kloppt. Und ich will doch nur zu diesem Drachen, um zu schauen, ob ich den überhaupt schaffen kann. Aber nein, der muss mich ja immer one-hitten, dieser Mistdrache. Beziehungsweise seine hässlichen Wachen two-hitten mich schon, weil sie einfach so geil sind. Hallo. Toll, dass wir diesen Drachenüberrest-Eid... Oh, der respawnt schon nicht mehr. Diesen Drachenüberrest-Eid hatten. Der uns ja sau viel gebracht hat. Wenigstens ein bisschen PvP-Spaß, ja. Aber das war's dann auch schon. Ja, komm! Ist klar! Du warst schon wieder alles am Senken, du Saugesicht. Ja, komm, jetzt ich aber. Ja, geht doch. Geh weg! So, wie sieht's aus? Hat er was getroppt? Nö. Ha. Ich habe keine Ahnung gerade, wie ich mit diesem Drachen klarkommen soll. Es ist wirklich relativ verwirrend. Wo greifst denn du hin an? Ja, das Ding kommt aber auch zielsuchend geflogen, ne? Boah, wenigstens hat er mit dem Schwert nicht nochmal getroffen. Mann, du Sackgesicht, komm. Jetzt friss es aber auch. So, gibt's mir auch Loot? Ha, ein bisschen? Nö. So ein Geizhals. So. Ja, bin ich froh, wenn diese ganzen... Oh, oh. Mistviecher nicht mehr respawnen. Ja, komm. So. Also der da ist ja wirklich gar kein Problem. Aber, oh Mann. Diese Ritter da jetzt, die folgenden, die immer im Doppelpack kommen, das ist so asozial. Ich frage mich echt, ob ich jetzt irgendwas bei dem Drachen hier hätte machen können, wenn ich denn in der Drachengestalt gewesen wäre und er nicht feindlich gewesen wäre. Ja, lass mich weg. So, komm. Na, ah, nicht verteidigen, du Sau, du. Komm, du willst es doch auch. Oh, oh. Ja. So, aber jetzt. Eins, zwei. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah. Klar, die Ausdauer wollte sich nicht mehr füllen. Ah. Oh, 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 oh. Jetzt packt er die Moves aus. Ja, will er jetzt oder will er nicht? Hä? Ich mache ja eigentlich gerne den Sprungangriff jetzt im PvP und so. Ach komm. So, aber jetzt. Oh. Drakenaufseher Scheißschild. Nochmal hier nochmal unseren Boxerfreund hier mit einem Dauerangriff. Ach, war ich jetzt zu früh oder was? Ja, sau cool. Kannst du direkt einen trinken. Oh, ja. Ist aber im Abspack-Mode und deswegen kann er alles 10-mal schneller mal wieder. Geile Scheiße. Ich hasse dich. Ich hasse dich und deinen scheiß Kolben, ey. Du bist so übertrieben, weißt du das? Ja, ja. Hau dir den Frust von der Seele. Guckt euch das mal an. Bam, 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 bam. Der hört nicht mehr auf. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz, ey. So ein
Ach komm, das ist der purste Caster-Charakter, das da. Das als Melee doch gar keine Zeitfenster. Guck sich das mal an. Jetzt hätten wir mal eins. Super, können wir aber nicht riskieren, weil wir dann tot sind. Das ist echt einfach nur beschissen, was dieses Vieh an Schaden raushaut. Beziehungsweise wie oft er angreift. Und wie spät der noch seine Hits verbinden kann. Das ist nicht fair. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Hm, jetzt weiß er es gar nicht mehr. Jetzt lässt er sich sogar hauen. Schön. Mann, du hässliches Mistvieh. Naja, ich glaube, der Weg ist bewusst so schwer. Weil das hier meiner Meinung nach wohl der schwerste Boss sein soll. Aber diesen dreieugigen Drachen aus dem Trailer hat man nicht gesehen. Oder die Typis mit den Masken, die hat man die gesehen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber der Weg hierhin, der ist so knüppelhart, ey. Komm, ey, da bräuchte ich echt massenweise Giftpfeile. Moment, ich hab doch... Hab ich noch Giftpfeile? Hab ich Giftpfeile? Nein, aber ich weiß, wo ich sie kaufen kann. Dann werden wir das nämlich im Notfall so machen, dass wir hier einfach die ganze Scheißbagage vergiften werden bis zum geht nicht mehr. Roll dich weg, komm, 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 komm! Mann, 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 Mann. Oh, jetzt wollen sie es wieder beide. Immer diese, ach, diese gierigen Mistviecher. Wir sind einfach zu beliebt in dieser Kackwelt. Oh, der ist down. Sehr schön. Droppst du auch was? Nö. Naja. Na komm, her. Oh, da bist du aber weit weggegangen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ist jetzt gut. Oh, oh. Verdammt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Mann, ey. Komm, hau zu, hau zu. Ah, scheiße, ey. Gott, diese Mistdinger gehen mir auf den Senkel. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Ja, wir haben diverse Gegenstände ein bisschen verbraucht, aber nur sowas wie Prismasteine und so ein Schmarrn. Also nichts Ernstes. Drachenamulett. Oh ja! Ein Drachenamulett. Das bringt's auch sowas von. So, hier würde ich jetzt einfach mal gerne rostige Münze benutzen, einfach weil. Vielleicht droppen die ja was Schönes. Nachher droppen sie eine Drachenschuppe. So, da kommt auch der Numero Uno wieder. Und hopp. Und hopp. Eigentlich könnte ich da ja auf zwei Hand wechseln. Das wäre wahrscheinlich effektiver. So, einmal. Und gleich nochmal. Oh, ich wollte gerade sagen, das sind eigentlich die dümmsten Gegner bisher, aber naja. Okay. Ich meine, auch der letzte, der ganz oben steht, der ist der schwerste von diesen Drachentypis. Was zur... Wow, warum hast du denn jetzt gezögert, ey? Ah. War das zu viel des Guten mit dem Waffenwechsel da? Okay, da kommt jetzt nicht viel mehr Schaden rüber, nur weniger Schläge... Ach komm, für denselben Schaden. Was, warum rollst du wieder zurück? Ich hab Angriff gedrückt, ey. Ja, genau so. Ey, was soll denn das jetzt? So. Ah, das wird ja immer besser. Das waren zwei von den Kolbenfreaks da oben, ne? Zwei... Ah nein, das waren die Hammerfreaks, genau. Scheiße, ey. Komm, benutze es. Mann, wie soll ich denn sowas anständig töten? Fünf Stück reichen bestimmt nicht zum Vergiften, nehme ich mal an. Aber probieren geht über stationieren. Falsches Wort. Studieren, ja. Ich weiß. Na dann, gucken wir mal, ob vielleicht die Jauche-Küchlein was bringen. Bäh. Ach, die vergiften uns auch beim Benutzen, oder was? Okay, ja, ist jetzt gut. Lass mich noch ein Stück zurückgehen und dann friss noch einen Kuchen. Ja, wow, da fliegt der Hoden hin, ey. Oh, da ist ja der andere Drache schon wieder. Mann, den habe ich schon wieder nicht gesehen. Könnt ihr euch nicht mal zurückziehen, damit ich mich dem widmen kann? Nein, die wollen sich nicht zurückziehen. Definitiv nicht. Mann, ey. Ich will mich doch dem Drachentypi widmen. Genau dem, ja. Ja, ja. So ist richtig. Oh yeah, Bubi. Und komm. Ah, nein, 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 nein. So, mein Guter. Hast du was für uns? Nö. Sag mal, wo stehst denn du jetzt bitte rum? Was soll denn das? Hallo, ho. Oh, jetzt wehrt er sich ja doch. Ist das sein. Das ist ein neuer Startbereich hier. Oh, oh. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Hey, du Sau, du Dreckige. Fang meinen Jauchekuchen. Na los, fang. Oh, 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 oh. Au. Das hat wehgetan. Ach, komm. Ey, jetzt komm mal wieder runter. Ich habe mich doch noch gar nicht anständig bewegt oder bedankt hier bei dir. Was habe ich denn da? Okay, das ist anscheinend die Anzeige des Lebensrings. Die eine Sache da oben neben der Ausdauer und so.
Kann das sein, dass wir den die ganze Zeit staggern? Okay. Oh oh, so viel zum Thema. Geile Scheiße, ich stehe auf sowas. Zweimal gestaggert und dann sowas, ne? Ja, super. Komm jetzt. Wow. Drei haben wir, noch drei ganze Flasks haben wir übrig. Wuhu! So. Aber immerhin nur noch den einen Spacko da oben. Den kriegen wir bestimmt auch noch irgendwann klein. Eins, zwei. Das ist aber gar nichts. Da braucht man nichts drauf geben. Ja. Wow, das war natürlich elegant. Ja, ja, ja. Ich hab dich auch lieb, mein Schöner. Mach mal irgendwas, damit ich dir den Bobbes versohlen kann. Nein, nicht sowas. Ach, das ist doch unsozial. Komm. Immerhin. Ja, lass mal ein Schild kurz fallen. Und, so viel zum Thema. Ich hab Angst, ich hab Angst. Oh oh. Ah, gegen einen geht es ja wirklich noch, wenn wir schön hinter ihn kommen und dann mal angreifen können. Aber dazu sollte er mal irgendwas machen, damit wir auch wieder um ihn rum können. Na, da war der Schildhieb immer noch das Beste, damit wir was machen können. Ja, pack's aus, die Skills, mein Guter. Okay, Achtung, Achtung, die Ausdauer sieht noch okay aus. Okay, da kommt erstmal nichts mehr. Komm, mach was, ich will hier weiter. Ah, du stinkst hier. Ja, ja. Jeder ist stolz auf dich, nur deine Mama nicht. Und, droppst du was? Ach, Menno. Gute Arbeit, danke. Schwäche Giftgas, aha. Ja, wenn der da steht, ist das natürlich wahr. Und hier davor gibt es natürlich keine Möglichkeit, sich irgendwie mit Nachrichten zu versorgen. Was machen wir denn hier jetzt? Ach, erstmal unseren Ring wechseln, genau. So, wir haben ja... Wie viel Feuerresistenz haben wir denn jetzt? Nicht gerade viel. Ach, der Ring ist fast kaputt, der blaue Drachenring. Super. Ja gut, den können wir aber ausziehen, wenn wir nämlich zum Drachen werden. Das machen wir auch, da ist die Feuerresistenz einfach merklich höher. So, einmal. Und zweimal. Bam. Jetzt sind wir ein Drache. Okay, wie viel Feuerresistenz haben wir denn jetzt? 382. Ja, ich würde sagen, wir rüsten aber noch eine Zweitwaffe aus, weil wir hiermit relativ, ja, gefährlich leben, je nachdem, wie viel Leben der Drache halt eben hat. So, wir werden wahrscheinlich sowieso wieder instant verrecken, also ist es mir quasi egal, was ich hier gerade reinhole. Aber hey, was soll's, ne? Blitzerwehr brauchen wir nicht, Blutungsresistenz brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen ist Feuer-Überlebungsmaterial. Komm, volles Leben müssen wir haben. Das hätte ich zwar machen können, bevor ich hier dieses rote Ding geschluckt habe, aber hey. So, dann gucken wir mal, wie es diesmal läuft. Ach, jetzt steht da eine Nachricht, na klasse. So, er fliegt direkt, ja. Da kommt man doch im Leben nicht weg, ey. Oh, wir haben es mit genug Feuerresistenz tatsächlich überlebt. Das ist jetzt irgendwie sehr überraschend. Oh, da stampft er mit dem Hinterbein. Ach du Scheiße. Ah, das war schon ein bisschen mehr Schaden, okay. Oh, oh. Oh. Ach komm, ey. Ich dachte, er macht den Feueratem. Wow. Wow, mit genug Feuerresistenz? Überlebt man einen Angriff. Wow. Und dann springt er auf uns drauf und wir sind instant tot. Also das ist meiner Meinung nach der stärkste Boss im Spiel bis jetzt. Und ich habe gerade keine Ahnung, ja, wie lange das dauern wird. Gott, das Umziehen geht mir am meisten auf den Sack. Wisst ihr das? Das Umziehen geht mir echt am meisten auf den Sack hierbei. Ja, so. Nachher kämpfe ich mich nackt durch, ey. Ja, da steht ja drauf, ich weiß. Ah, ist dieser Drache so stark. Drang Lake, Drang Lake, Drang Lake. Boah, mit 380 Feuerresistenz kriegen wir mal... Überleben wir das wenigstens mal, also einen Treffer davon. Das ist eigentlich schon mal ein Hoffnungsschimmer. Aber was will man machen, ne? Außer weiter zu probieren und besser zu werden.
Wir sind ja in dem Sinne schon besser geworden an dem Boss. Nur... Ah, geh weg, du Spasti! Nur bringt uns das halt nicht viel, wenn wir gar keine Heilmittel haben. Oder quasi keine. Ja, komm, roll dich weg! Roll dich nochmal weg! Ah, du Sau, ey. Ja, ja, ja. So. Oh, er hat was gedroppt. Gib mir. Dragen aus der Helm. Oho. Super. Ja. Moment, was haben wir denn? Ach, egal. Ja, egal. Töten wir jetzt erstmal unseren Schwertfreund hier vorne. Da kommt doch gerade die Kugel wieder an, ne? Ach, komm. Ach, komm, ey, du Saugesicht. Ne, 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 ne. Keine Magieangriffe hier, bitte. So. Mann. Also ich dachte erst, der Drache kriegt jetzt echt nur 92 Schaden, aber hey, wir haben immerhin dann ein bisschen mehr gemacht. Ich meine, hör, was stehst denn du jetzt in der Mitte? Rum, egal, naja. So. Bye, bye. Mann. Immerhin bringt uns die Drachenrüstung dafür was, wobei ich immer noch gerne die des Schmelzerdämons hätte. Ich habe ja welche damit gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die bekomme. So. Die werde ich doch nicht beim Schmelzerdämon im Raum irgendwie finden können, oder? Ey, das wäre natürlich jetzt ultra pornös, wenn ich die in dem Raum finden würde. Wisst ihr was? Das machen wir nach dem nächsten Try. Gehen wir mal dahin und gucken, ob wir die wirklich da finden könnten. Yay, Mann, wir haben dich gestaggert. Was sagst du denn dazu? Oder auch nicht. Vielleicht hat er auch nur geblockt. Ich weiß es nicht. Hopp. Komm. Ja, sehr schön. Keine Nachrichten lesen. Ich will die Gegner hier töten. Mann, 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 Mann. Oh, was macht er denn? Ach, okay, dann mach das. Dann machen wir einen schönen Zweihandangriff und töten dich. So. Mann. Naja, es geht hier immerhin besser voran. Also entweder durch die Übung im PvP, dass ich das mit dem Zweihandschwert besser umgehen kann, oder vielleicht tatsächlich durch besseres Spielen. Wer weiß. Zum Glück mache ich mir bei dem Drachen keine Hoffnungen. Das hilft enorm. Ja, falls wir jetzt wieder beim Drachen sterben, kaufen wir auch gleich Giftpfeile und so ein Kram. Und dann, ne? Dann freuen wir uns. Also wahrscheinlich werden wir auch wieder beim Drachen sterben, weil, ne, irgendwie würde es mich wundern, wenn der jetzt... Sag mal, wo wollt ihr denn hin? Wenn das einfach klappen würde. Halloho. Ey, ich stehe direkt vor euch, ihr Spackos. Gott, ihr seid ja mal... Ihr seid ja richtige Idioten, ey. Wer hat euch denn bitte eingestellt? Das geht ja gar nicht. Ich meine, da muss man den Leuten hier die Sehbehinderung irgendwie erleichtern, indem man ihnen eine Sehhilfe kauft. Kann ja nicht sehen, dass die mich nicht sehen, wenn ich die... Was? Kann ja nicht sehen, dass die mich nicht sehen? Kann nicht sein, dass die mich nicht sehen, wenn ich direkt vor ihnen... Aua. Geil. Oh, jetzt bitte der Schlag, der am Schild vorbeigeht. Oh, bitte, da stehe ich drauf. Geil. Ich habe nicht erwartet, dass der uns jetzt hier noch trifft. Gut, fick dich, du Bereich. Ich gehe jetzt die Schmelzer-Dämonenrüstung dort suchen. Und... Dann, keine Ahnung, dann wollte ich Giftpfeile kaufen. Ich weiß nur nicht von welchen Seelen, weil ich glaube, die waren relativ teuer. Aber egal, die werden wir kaufen. Die Gegner gehen mir nämlich auf den Sack. Richtig übel auf den Sack. So richtige Caster-Gegner sind das, also für Caster. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. So, ich wollte jetzt die Dämonenrüstung suchen gehen. Kann ja nicht sein, dass wir die nicht finden und die fast jeder im PvP anhatte. Müsste von der Eisenfeuerfalle sogar... Eisenfeuerhalle sogar der am besten erreichbare Weg sein. Ich meine, da waren wir, glaube ich, nach dem Schmelzerdämon ja hingekommen. Wenn da jetzt eine Truhe steht, raste ich aus, ne? Naja. Das ist meine einzige Hoffnung, die ich jetzt habe, dass ich so an die Rüstung komme, weil der Rüstungshändler hatte ja keine Bossrüstung. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Händler übersehen. Ich weiß das nicht. So, da steht eine offene Rüstung. Yay. Und ja, hier unten haben wir immer noch nichts. Okay. Naja. What the fuck? Hallo? Was zur Hölle? Moment, das ist der Verfolger? Okay. Was zur... Was machst du hier? Na okay, mir soll es egal sein. Wenn du keine neuen Moves hast, dann wird da nicht viel bei rumkommen, mein Dicker. Oh. Er haut schon mal viel mehr... Verteidigung weg. Naja. Hält vergleichsweise... Oh, oh. Wahrscheinlich nicht viel mehr aus, aber naja. Okay. Ein schöner Dash. Ja, was soll's. Wir können immer noch auf dich draufhauen.
Oh nein, er macht wieder den Move, den wir schon so oft ausgewichen sind. Huch, ach Mist, ich dachte, das wäre der Dash. Oh oh. Na okay, das ging gut. Gleich noch einen. Irgendwie fehlt mir hier die Bossmusik. Das fände ich extrem stylisch, wenn hier Bossmusik dabei wäre. Ja, was schwebst denn du so rum? Das ging daneben. Ah, ne, lass mal gut sein. Ich will nicht auf dein Schwert aufgespießt werden. Ich werde generell nicht so gern aufgespießt. Das ist nur mein viertliebstes Hobby. Aber naja. Wie du das halt eben willst. Hup, 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 hup. Ganz ruhig, mein Dicker. Ja, wisst ihr was? Wir heilen uns mal vorsichtshalber. Oh, oh. Das ging ja schon mal fast in die Hose. Naja. Kurz mal an der Nase kratzen. Oh, oh. Das wäre jetzt übel gewesen, wenn er uns da getroffen hätte. Ah, nein, 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 das war zu früh. Ah. Du Sau. Hey, droppst du zufällig die Schmelzer-Dämonenrüstung? Das fände ich ja... Huh. Aua. Das fände ich richtig knorke, mein Guter. Geh weg. Ich will nichts von dir. Geh weg. Mach deinen blauen mach den blauen Schwertangriff da. Er ist jetzt gut. Ich will mich heilen. Ja? So, komm, trink einen Schluck. Gut so. Ist er tot? Okay. Was macht der hier? 3000 Seelen. Was hat der hier? Ring der Klinge. Na klasse. Den haben wir doch sogar, oder? Ah nein, der ist besser. Wow, er erhöht es um 7 mehr. Yay. So, haben wir hier jetzt eine Rüstung oder so? Oder eine geheime Wand vielleicht? Die man ja mittlerweile mit X öffnet. Das wusste ich nicht mal. Super. Aber es sieht eher schlecht aus. Manno, wie kommen die anderen denn an diese Schmelzer-Dämonen-Rüstung, ey? Irgendwie mies. Irgendwie mies. Naja. Was will man tun, ne? Ach, da ist ja noch eine Rüstung. Eine Truhe. Keine Rüstung. Ich frage mich, ob wir da irgendwie anständig hinkommen können. Oh, wo ist der Schütze da oben? Okay. Ob wir das schaffen könnten. Mit der Drachenrüstung und so. Puh, nachher ist da was Geiles drin. Wer weiß. Daher werden wir das jetzt einfach mal machen. So, und ich habe auch eine Idee. Wir werden nämlich ganz viele Flakons vorher reinballern, dass die vielleicht durchschicken. Vielleicht funktioniert das noch. Na, ich glaube, wenn das Leben voll ist, funktioniert das nicht, ne? Ich glaube, wenn das Leben voll ist, funzt das nicht wirklich. Machen wir es mal ein bisschen leerer. Noch ein bisschen leerer. Komm, noch einen. Ach du Scheiße, ey, wie das tickt. Das ist ja nicht normal. So, komm. Nein, wir haben sie nicht aufbekommen. Okay. Sag mal. Ach, wir hätten noch den Flammen-Scheißhausring anziehen können. Ey, Leute, wie... Mann, was ist denn hier mit dem Spiel los? Man kriegt keine Lavatreter, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Ein Boss, der dich mit Feueratem one-hittet, der auf der ganzen Fläche ausgebreitet wird. Soll man hier als Fernkämpfer etwa die Action machen oder was und dann irgendwie am Rand der Plattform stehen können und damit alles ausweichen? Ich darf mich wieder anziehen, yay! Ah, wo ist es? Da. Mann, ey. Minimal unschön. Naja, haben wir halt noch einen Hardcore-Boss übrig. Ist ja optional, was will man? An Leuchtfeuer ausrasten. Ja. Moment, ich habe eine Idee, wie wir noch ein paar Seelen abgreifen werden. Erstmal töten wir den Typ. Komm, zieh deine... Wow. Der war aber schnell weg. Dann töten wir eine der Kröten und lassen die Plattform runterfallen. Und dann werden wir uns... Okay, fail. Dann werden wir uns anders verhalten. So. Bitte noch nicht kaputt machen. Ah, da kommt er. Schön. Dann werden wir die Plattform halt eben runterfallen lassen. Und dann gucken wir mal. Dann gehen wir zum Leuchtfeuer, glaube ich. Oh oh. Ja, das war natürlich klar. Egal wie viel Haltung wir haben und so. Die Schildkröten müssen immer Vorrang haben. So. Okay. Das war das. Und hier ist dann die Sache mit... Was haben wir? Ach ja, das lässt das in der Mitte runterfahren. Genau. Reicht uns das schon? Mal gucken, wie viel wir kriegen. Na. 1700. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Ich
würde sagen, die nehmen wir noch mit. Also die 2, 3, keine Ahnung. 3, 3, ja. Oh, wow, 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 wow. Ciao, ciao. So, das Feuer warten wir lieber mal ab. So, der hat noch keinen Bogen gezogen, das ist gut. Nicht noch schießen. So, ist fein. So, und die lassen wir natürlich auch in die Lava fallen. Oh, oh. Ah, ne, doch. Gut, gut, gut. So, passt noch. So, und das reicht uns dann jetzt auch. Ist das eine Kristallechse? Das ist eine Kristallechse. Wie cool ist denn das? Die hat uns noch nicht gesehen. Jetzt aber, oder? Ja. Und da beginnt sie Suizid. Naja. Okay. Wie auch immer. So, auf zum nächsten Leuchtfeuer. Dann holen wir uns ein paar Giftpfeile. Ups, da wäre ich jetzt fast nach links gesprintet. Und dann gucken wir mal, wie die ganze Chose hier ausgehen soll. Boah, ey. Manche Teile hier sind so übel. Ach, Reisen nach Mondlichtsteinbucht. Mondlicht? Ja, Lichtsteinbucht, sowas. Und zwar, ne, Moment, nicht in der Lichtsteinbucht, in Türen des Pharaos. Wo war's? Gürms Frist? Ende der Prüfung. Gürms Frist. Oder was? Ach, egal. Jedenfalls ist da der gute Gavilan wahrscheinlich. Hoffe ich mal, dass der noch da ist. Und dass wir dort entsprechend dann die Giftpfeile auch kaufen können. Und dann gucken wir mal, was wir damit noch so niedermähen. Ich will ja wirklich gerne den Drachen da besiegen können. Ich würde sagen, ich mache die ganzen Creeps vor dem Drachen da mit den Giftpfeilen weg. Und dann hole ich euch wieder dazu. Ich denke mal, ich werde die Creeps so lange halt eben mit den Giftpfeilen wegfarmen, bis keine mehr respawnen. Und dann hole ich euch halt eben wieder onscreen dabei, während wir den Drachen probieren und so weiter und so fort, ne? Ein Titanitbrocken, oh yeah. Naja, besser als nichts. So, und Gavlan, bitte bleib hier. Ach, ja, er ist hier. Was sagst du? Heiliger, ohne Scheiß. Wir wollen handeln, Gavlan. Erstmal sprechen. Okay, können wir dir was Tolles verkaufen, was dich ganz glücklich macht oder so? Irgendwas, was dich richtig happy macht, was, dass du uns was Tolles gibst danach? Ich glaube ja eher nicht, ne? Sieht nicht so aus. Wir können die Drachenschuppen verticken. Wow, sau cool. Ja, aber nichts Besonderes, na dann. Der Ring der Riesen, den haben wir schon. So, dann hat er hier, ja, Giftpfeile. 150 Stück, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Da werden wir auch noch ein bisschen investieren. Scheiß Säufer. Und zwar werden wir die Seele der Sünderin nutzen. Zack. 25.000, das ist schon mal gut. Ja, die holen wir auch noch mit. So. Nicht so viel, naja. Okay, passt schon. Ja, 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 gib mir noch mehr von deinen Giftpfeilen. Zack, 516, das ist eine angenehme Zahl. So passt das schon besser. Gut. Mann, 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 Mann. Oh, falsche Ecke. Nee, richtige Ecke. Ja, genau, hier. So. Und genau, dann würden wir jetzt nämlich wieder zurück Richtung Drache, weil sonst einfach nichts mehr übrig ist. Und ja, dann mache ich die Creeps da weg, also die Mobs vor dem Boss und ja, dann sehen wir uns wieder zu dem Boss selbst und ich denke, elendigstem Sterben überhaupt. Wobei es besser laufen könnte, wenn ich hier noch ein oder andere Rüstung mit diversen Upgrades verziere. Ey, da fällt mir ein. Ich habe im PvP massig Leute mit Havels Rüstung gesehen. Ich frage mich, wie viel Feuerresi die hat. Ach Gott, jetzt will ich zwei Rüstungen. Toll. Jetzt will ich die Rüstung vom Schmelzerdämon und jetzt will ich die Rüstung von Havel. Ist das nicht toll? Wir werden noch einmal so einen scheiß Ritter umnatzen, weil ich einfach jetzt in der Stimmung dazu bin. Ich will mich nicht so einfach umnieten lassen von diesem Spacko. Komm, komm. Und wenn er mich tötet, dann ja, bin ich sowieso weg. Ja, ja, ja. Und kommt kein Gegenschlag, aber... Upp. Da folgt jetzt auch kein Direkter. Sehr schön. Oh, oh. Warum war mein Schild nicht oben? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Nicht cool, nicht cool. Du bist fett und schwul. Mann, ey. Lass mich doch mal hier durch jetzt. Ah, du Sau, du. So, das Terrain ausnutzen. Bam.
Okay. Ach, Manno. Was hast du? Passt du hier nicht durch, Dickerchen, hä? Ach komm. Ach, Mann. Na gut, dann tob dich aus. Oh. Oh, da haut er aber ganz schön feste zu und da sind wir fast tot. Dann gehen wir mal gleich wieder hier rein. Ich will nicht gegen den sterben. Nicht unbedingt. So, bisschen heilen. Ein bisschen Estus schlucken. Ach komm, jetzt lauf nicht weg. Wow, 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 wow. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Und? Drachen auf sehr Stulpen. Once again. Naja. Okay, ich würde ja schon gerne ins New Game Plus starten so langsam, aber hey, da wartet noch ein dicker Drache auf uns und ohne den dicken Drachen zu töten, geht hier nichts weiter. Nee. Ach ja. Na dann. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.